Vitamin D-Mangel ist ein weit verbreitetes Problem in der Gesamtbevölkerung. Hängt zum einen natürlich von der Sonneneinstrahlung ab, wobei der Vitamin D-Status im Sommer viel höher ist, im Gegensatz zum Winter, wenn nicht viel Vitamin D-Strahlen auf die Erde herabkommen. Bei unseren Athleten sieht man das sehr schön, dass sie in der Schweiz im Winter zum Teil sehr tiefe Vitamin D-Werte haben und im Sommer nachher eher höhere Vitamin D-Werte. Ob das Vitamin D auch mit der Muskelkraft oder Muskelleistung zusammenhängt, bleibt vorerst ungeklärt. Aus diesem Grund haben wir probiert herauszufinden, welches das die optimale Dosierung ist und ob das Vitamin D einen Einfluss auf Kraft bzw. auf die Leistung hat. Aus diesem Grund haben wir am Anfang den Vitamin D-Status und die Leistung bestimmt. Bei den Athleten mit einem optimalen Vitamin D-Status haben wir 12 Wochen lang Placebo supplementiert und bei den Athleten mit einem Mangel während 12 Wochen das Vitamin D3-Präparat. Leider haben wir keine Athleten mit einem optimalen Vitamin D-Status. Und aus diesem Grund haben wir dann während 12 Wochen ein Placebo als Follow-up supplementiert. Man sieht sehr schön, dass sie am Anfang alle an einem Mangel gelitten haben und während dieser 12 Wochen Supplementation der Vitamin D-Status in einem optimalen Bereich sich verbessert hat. Während der 12 Wochen Follow-up ist der Vitamin D-Status abgesunken, aber immer noch oberhalb von dem Grenzwert geblieben. Wenn man die Leistung individuell anschaut, sieht man, dass die meisten Athleten ihre Leistung über die 12 Wochen verbessern konnten. Jedoch ist die Leistungsverbesserung nicht statistisch signifikant gewesen. Darum können wir sagen, dass die 6'000 Einheiten Vitamin D-Dosierung sicher ist und nach 12 Wochen zum optimalen Vitamin D3-Status führt. Ob ein Zusammenhang mit der Leistung besteht, ist weiterhin unklar. Wir empfehlen, den Vitamin D-Status im Herbst oder Winter zu messen und, wenn ein Mangel besteht, durch den Winter zu supplementieren.